Ist rot. Ja. Praktisch ganz Norditalien. Das ist Rotwein. Das muss so rot sein. Kinder halt nicht, kann ich sie erniedrigen. Schönes Burgund. Burgunder Edeltropfen. Egal. Was ist Burgund? Was ist bunt? Wessen wär's, oder? Nee. Wein gegen Seelode zu tauschen? Was soll ich damit? Piss dich. Ich kann meine Darlehen nicht mal tilgen. Sehr gut. Ich wollte ihn nicht tilgen. Ach, deswegen. Sehr schön. Ich habe eine große Anzahl an holländischen Schiffen versenken können. Wow. Oh, nur 1000 Dukaten, okay. Solange es nicht viel ist. Also, wenn ich schnell genug bin, Oduko, wird sie ja auch in den Krieg eintreten auf unserer Seite. Die haben aber, glaube ich, nicht viel. 3000 immerhin. Ich müsste mal. Haben wir sogar ganz schnell gebaut. Naja. Holen wir uns noch einen Vasallen. Auch wenn es nur eine Provinz groß ist. Was ist denn das für ein Müll hier? Die Osmanen haben sie auch noch Ancona genommen. Was haben die genommen? Ancona. Ja, geil. Das ist das so. Einzige, was sie genommen haben. Sie haben Albanien ihre Kernprovinz nicht genommen. Was? Was? Nö, Albanien haben sie nicht genommen. Ancona. Ja, ist wichtiger als Albanien. Was? Was ist denn hier los? Osman Kai ist sowas von verbackt in diesem Safe. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe meine erste Kolonialnation. Was für eine soll ich nehmen? Schwer zu sagen. Muss selbst wissen, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich Kronkolonie ist, glaube ich. Das Beste, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich muss nachlesen, was das jeweils bringt. Oder eben nicht bringt. So, habe ich denn Osmanen nicht so wirklich? So, wollen wir denn tauschen oder was? Geht das überhaupt? Was willst du denn überhaupt? Na, die beiden, wo ich Anspruch bei dir habe. Ja, ich kann dir gerade schlecht helfen, weil ich hier im Westen noch was belagere. Was, glaube ich, sogar schon fast wichtiger. Also bei dir im Osten. Kann ich leider gerade nicht helfen. Ich weiß auch, hab gerade mich gewundert, wo die 15k herkamen. So, Moment, kurze Pause. Hab kurz nicht hingeguckt. Ja, aber ich glaube, erstmal hier im Westen das Belagern ist erstmal wichtiger als das im Osten. Der erste Belagerung ist durch, ich belage jetzt deren Hauptstadt wird jetzt von meinen Vasallen belagert. Ich glaube, wir haben eine andere Festung von denen noch. So, Savoy. Was kriege ich dafür? Gieriges Geld. Kannst du irgendwas von Saudi-Arabien aussuchen? Oduko Epirus ist ein 3-Sterne-General unterwegs. Lang lebe der 3-Sterne-General von Epirus. So, und was willst du jetzt? Ich wollte gerne Wadi und Osa. Osa. Was? Na, die beiden, die markiert sind bei mir. Wo ich Anspruch drauf habe. Bei dir. Ja, ich habe 4 Provinzen Anspruch bei dir, ne? Schlecht. Das Problem ist der einzige, mit ich dem bei wir dir. Nicht du bei mir. Ja, aber. Okay. Das ist halt jetzt die Sache. Da musst du halt was aussuchen.
Die beiden im Norden hätte ich gerne. Ich brauche über Josan und Katina. Ich brauche halt viel. Hast du da irgendeinen Anspruch? Nämlich Katira und Lokala und die anderen zwei gucken wir dann mal. Ja, danke. Jetzt kann ich natürlich keinen Diplomaten. Warte mal kurz. Tiere und Mukala, okay. Ja, wo mein Vasall halt Anspruch drauf hat. Ach, alles klar, ja. Also, wie könnte Epirus wahrscheinlich generell nicht mal die Hauptstadt von Bogot belagern? Dann guck erst mal, ob das geht und dann gebe ich dir das. Oder ich kann ja auch mal gucken, ob es geht. Ja, du musst ja gucken. Ich meine, verkaufen können genau. Sie ja. Warte. Oh, Etchuban hat Defizite während eines oder mehreren Darlehens. Ja, gut, vergiss es. Das wird nichts bei mir. So, Sienna ist jetzt mit dem Krieg, Oduko. Vergiss es, Delfino, das wird nichts. Du hast Darlehen und Minus. Ich hab keine Darlehen, das stimmt ja gar nicht. Und negatives Einkommen steht bei mir. Ja, negatives Einkommen ist richtig. Ist aus vollem Mögen nicht möglich, okay, erstens, warum ist bei Provinzverkaufen Condottieri zu verleihen angezeigt? Ich hab hier irgendwas falsch gemacht. Weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall, ich tue mir da Defizite während eines oder mehreren Darlehens. Steht da. Danke. Darlehen habe ich nicht, aber vielleicht, weil ich Minus mache zurzeit. Ja, dann können wir das vergessen für die nächste Zeit. Wow, meine Korruption wird auch langsam unangenehm. Müsste ich mal kurz Plus machen. Warte mal. Ja, aber ich mache ja auch Minus und habe zwei Darlehen. Ach so. Und die werde ich in nächster Zeit noch nicht zurückzahlen. Ich kann mir nicht mal mehr Berater leisten, ja geil. Ach, Mann, was? Ich habe ohne Ende Korruption und so. Also ich könnte mir schon neue leisten, aber das ist noch schlimmer, wenn dann alles... Burgund ist jetzt ja auch, Böhm ist ja auch irgendwie ein Trauerspiegel. Ja, noch? Schade, vielleicht später. Alter, läuft alles gut bei eurem Krieg? Ja, ja. Und es ist halt nur Burgund und das einzige Problem ist, dass Burgund eben im Osten sehr viel drum hingeschickt hat. Es gibt wir haben alles direkt nach Böhm geschickt und ja. Es gibt Groß Magdeburg, das finde ich gut. Es gibt was? Groß Magdeburg. Mich verarschen. Was soll denn das sein? Dann könnt ihr doch Preußen gründen. Magdeburg? Nee. Es gibt doch nur Magdeburg, ist das, oder? Nee. Hast du schon wieder getrunken, oder was? Ich kann es nicht mal verbinden, mein Land da unten. Uduko, ich kann doch eine Provinz fordern, und zwar Bressé oder Bresse oder wie auch immer. Also, ja. Nimm mir etwas. Ah, da. Habe ich einen Anspruch drauf und ja, hat nicht allzu viel Entwicklung. Und bringt dem Schrecken nur 5 aggressive Expansionen. Ja, ich will ein bisschen Burgund jetzt auseinanderbasteln. Ja, also die haben sind schon zu lange groß gewesen. Was, Joe? Die haben sich jetzt erfolgreich verkackt. Nachdem sie so umzicken müssen. So, was sieht's denn jetzt mal aus mit Hermie? Ach, ist das zum Kotzen. Zumindest kannst du die Juniorpartner aufkündigen lassen. Ja, ich werde schauen, dass ich Holland oder so, dass er das mal hier... Mhm. Hat er nicht vergessen, Brissé da mir geben. Ist er da Teil der Provinz Savoy? Ich das gerade... Ah, das müssen wir dann besetzen. Ja, mir war es wichtiger, die Festung erstmal anzugreifen. Mhm. Alles Stelle, gut. Ich sag mal, Epirus ist... Wo ist Epirus hier? Epirus, geh mal dahin. Die Wette funktioniert sogar. Hm.
Mali? Was? Ach so, Mali ist ja. Jetzt meine Rivale, okay. Danke, KI. Sie hat England diesen Krieg mit Schottland gewinnen kann. Schottland, noch eine Provinz. Ach, verdammt. Mit Osmanen. Ah, wir sind. Hallo. Jo, Marco ist gerade verschwunden. Ich weiß auch nicht, warum er verschwunden ist. Bitte ignoriere das Chaos vor deinen Grenzen. Ignoriere das Chaos vor deinen Grenzen. Vor? Auf Grenzen? Meinst du vor Böhmen? Grenzen. Ja, Böhmen. Ich, ja. So, was noch von Böhmen übrig ist? Udoku, ich würde ja bald aufhören. Udoku, ich kann dann Tisch die Belange von Luxemburg demnächst übernehmen. Aber bis dann bitte noch nicht wegziehen. Normal. Ich muss ja noch zu Ende belagern. Michael, was hast du gesagt? Ja, ich gehe davon aus, dass der Krieg gegen Burgund wahrscheinlich bald enden wird. Ach so. Ja, sehr ich schon auch. Da sind halt nur ein paar nervige Belagerungen hier. Da. Egal. Ja, deutsche Brigenz wird schon sehr lange belagert. Ich bin jetzt Albanien hin. Achso, das ist Serbien. Ach, wahrscheinlich ist Luxemburg fertig, sobald du da bist. Serbien hat das geschafft, was die Osmanen nicht geschafft haben. Ja, es ist jetzt auch keine. Sag mal, was ist denn hier los? Ne? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Mann. Moment, kann das sein? Hui. Langsam sieht die venetische Flotte gut aus. Weil die passt, kann ich noch zur Wolf vor. Ist jede Zeit. Das war. Wer hat Zeit? Was? Zeit? Nee. Was? Ich meinte, jederzeit müsste jetzt die Institution spawnen. Mhm. Und ziemlich sicher in Portugal. Ich habe noch nicht mal eine Chance. Wirklich genau eine Und? Das Spiel ist doch echt zum Triggern. Oh. Wieso? 2 Tage bevor ich in Wien bin zum Angreifen, ist Wien besetzt. bei einer Wahrscheinlichkeit von 7%. Ja, reicht das. Okay, das ist blöd. So normal ist von 7 auf 100 geht. Mhm. Aber immerhin kannst du jetzt ja deinen Truppen dahin schicken. Ich übernehme den Rest hier. Ich ja. Ach ja, und du kannst dann doch noch für mich Savoy fordern. Das geht doch von einer aggressiven Expansion. Ja, gieriges Kerlchen. Das wäre es hier gierig. Also, ich besitze 2 von 4 Provinzen des Staates Savoy, also bitte. Frankreich wird defensiv immer größer. Ist aber wirklich defensiv? Ja. In Portugal, kannst du mir Wissensteilung anbieten? Wem? Portugal, wem? Äthiopien. Okay. Ja, du kannst ja gucken, ob du Verdun an Lothringen gibst und es vielleicht Lothringen fütterst. Ja. Was geht das? Unter welchem Punkt? Das ist relativ weit unten. Request to share maps? Nee, ist was anderes, ne? Wissensteilung anbieten, Wirtschaftsmaßnahmen. Das ist ja. Ihr könnt es. Musst du schon sagen, wo das ist? Ich finde das gerade nicht. Unter Wirtschaft, ja. Mit dem Goldsack da. Wirtschaft. Und dann das 1, 2, 4. von oben. Aber Luke, du wolltest nicht früher oder später Kajuk. Oh Gott, ich kann ihn ja auch. Außerhalb, Kajuk angreifen, oder? Außerhalb meiner kolonialen Reichweite, sagt er. So. Okay. Nicht in koloniale Reichweite. Die ist wichtig, habe ich gehört. Schade. Bleibt Mailand ist unfähig, Bregenz zu belagern. Und so ist Mailand unfähig, Bregenz zu belagern. Was erwartest du? Aber du wirst sicherlich früher oder später Kayakunku. Kayakunku. Was bist du? Karakuyunlu. Was für ein Kai? Hey? Das ist Kara. Ich glaube, er hat da einfach nur einen Schlaganfall. Ii.
Also Delfino, wenn du mir 900 Dukaten gibst, kann ich dir das anbieten. Warte, langsam, Pause. 900. Was ist gerade passiert? Du hast Burgund gekriegt. Ja, deswegen langsam. Okay, ich habe plötzlich eine PU auf Burgund bekommen aus dem Nichts. Finde ich nicht schön. What the fuck? Es ist wirklich ein sehr seltsames Ereignis zu diesem Zeitpunkt. Alter Schwede, ja, jetzt hast du's mächtige Union. Ich hatte nicht mal eine. Du warst mit dem Krieg, wie geht das überhaupt? Ich kapier's nicht! Also eigentlich hat das wirklich gar keinen Sinn. Weil das kann. Das dabei ist halt quasi Medialform. Also das hat echt, ich hatte nicht mal ein Bündnis, Personal Union oder sonst was in der Vergangenheit mit denen gehabt. Die haben die ja gebrochen und mich als Rivale markiert. Ja, das gibt eigentlich gar keinen Sinn, dass das halt nicht so gefeuert ist. Wo wir gerade dabei sind, ich darf auch wieder einen neuen Rivalen bestimmen. Und ich kann auswählen mit, Moment, Mamelucken, Moskau und Österreich. Ich kann dir nichts tun, nämlich. Nimm mich. Ja. Finde ich gut. Ich jetzt auch, wenn ich stinke. Wer bist du überhaupt? Wer seid ihr? Ich kann natürlich jetzt den Mamelucken nehmen. Der hat am wenigsten, so im Vergleich zu mir. Also am wenigsten mehr im Vergleich zu mir. Oder Österreich, die mögen mich am meisten. Oder Moskau, die mögen mich zwar gar nicht, haben aber auch eine ganze Menge. Ich komme eher zu niemandem von daher. So, ich meine, zwei Augen zu. Und klicke. Ich bin ja inzwischen neben Moskaus Vasallen. Also. Oh, okay. Oh, es ist Moskau geworden. Ja. Egal, irgendeinen hätte ich sowieso. Ja. Irgendeinen hätte es getroffen. No. Sieh einen an. Ist es neben meinem Vasallen? Hä? Nee, mein Luckenreich. Ja, haben wir Luke, ist dein Vasalle? Nein, das der ist nicht neben meinem Vasall. Ja, ich dachte mir, ich schneide den Osmanen da mal ab, weil. Ja. Der muss dann nicht auch expandieren. Neben einem Vasallen von dir. Du wirst es sowieso früher oder später Krieg haben mit dem Osmanen, wenn du achtest, wie so eine Bundespolitik ist. Der Osmane ist aber schon ein Rivale von mir. Ja, ich meinte mal Luke. Also, auf die Ich, ja. Ja, lass uns mal Frankreich angreifen, der Osmane. Der ist doch schon in Italien. Das ist doch praktisch. Hm. Weil der Osmane, ich weiß nicht, was der macht. Das, ja, das ist doch voll doof. Ja, acht mal darauf an, mit dem er verbündet ist. Ich denke, da möchte ich auch expandieren. Ich kann mich nicht einfach mit Osmanen verbünden. Und eine Personalunion mit ihm formen. Ich werde dann demnächst Epirus salutieren, könnte ich die ganze Burgund-Affäre war es ein bisschen schwierig. Wieder zurück. No. Oh. Und weiter? Ich habe eine Revolte? Nein, nicht ich. Hast du das komische Ereignis mit Burgund mitgekriegt? Ich? Das Ereignis? Marco? Nee, ich habe kein komisches Ereignis mitbekommen. Österreich und Frankreich haben Burgund fast komplett besetzt und dann hat sich Burgund gedacht, ach, lass ich Österreich mal mich erben. Jo, kann man machen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja. Aber Marco, ich glaube, wir sollten uns wieder in Osteuropa unterhalten. Ja, machen wir das. Osteuropa ist einfach schön. Richtig, ist viel besser. Darf ich dazu stoßen? Ja, du bist doch auch Osteuropäer. Ja. Also ich Moskau wirklich Europa. Geh mal kurz runter. Ist das nicht eher Asien? So, das heißt, jetzt können wir die Pläne zum Krieg gegen Polen machen, oder? Polen ist weit weg. Also ich bin ja jetzt schon an Russland dran, ne? Also. Polen hat inzwischen Kanonen. Nee, Schweden hat Kanonen. Jetzt noch kein. Okay. Absolut ich glaub, keine Ahnung. Ich glaube, du musst ein paar Armeen auflösen. Wie ist das doch? Was macht ihr denn da? Was ist denn los? Guck dir einfach das an. Was? Was soll ich angucken? Guck nach Burgund. Bist du denn dran interessiert, mir mal ein paar Provinzen zu verkaufen? Sobald ich die richtigen Knöpfe finde und sobald ich hier kurz sortiert habe, weil jetzt bin ich brain overfordert.
Was ist eigentlich Burgund? Das ist das österreichische Ding an Frankreich. Das ist Burgund. Okay, Österreich sehe ich schon, ja. Das weiß ich, was das ist. Es ist das Land, das niemand mag, aber halt trotzdem existiert. Ich habe schöne Einnahmen. Ich habe schöne Schulden. Ja, mittlerweile habe ich auch Schulden. Ja, wenn man schuld an seinen Schulden ist, ne? Der Osmane ist schuld. Ja. Und mein Verbündeter. Die KI ist schuld. Ja. Kann man sich sogar irgendwie vorstellen?